So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Thema heute Ilex aquifolium. Ich habe es ja schon mal irgendwo angedroht, dass ich mich diesem Strauch bis Baum, man kann schon Baum sagen, der aber eher strauchförmig wächst, demnächst mal annehmen wollte, und das machen wir halt entsprechend jetzt. Verwendung können wir relativ kurz fassen, die schließt sich nämlich von vornherein aus, weil die Art unter Naturschutz steht, sprich abrupfen, abschneiden, beschädigen oder sonst irgendwie nutzen ist alles nicht erlaubt. Demzufolge hat sich Verwendung damit auch schon erledigt. Davon abgesehen, essen kann man an dem Ding eh nicht viel. Es gibt theoretisch irgendwelche Vermutungen, dass man früher, obwohl das eine gute Idee gewesen sein mag, das darf man bezweifeln, aber früher hat man wohl die Beeren tatsächlich als Arzneimittel verwendet bei irgendwelchen Verdauungstraktbeschwerden, um wahlweise Durchfall oder Erbrechen herbeiführen. Allein das, dass sie das tun, die Beeren, und in diesem Fall sind es übrigens wirklich Beeren, weil es ist ja ein Angiosperm, also ein Bedecktsamer, und dann darf man die Früchte, die dranhängen, auch tatsächlich als Beeren bezeichnen. Das ist schon mal ein Indiz dafür, dass man die eben nicht so gut verträgt, wenn sie zu Erbrechen und Durchfall entsprechend führen. Gut, aber das habe ich jetzt vorweggenommen. Fangen wir mal erstmal an bei der Begriffserklärung. Warum heißt das Ding, wie es heißt? Weil hier ist es ein ganz schönes Beispiel, wo man den Namen wirklich mal erklären kann. Teilweise sind die wissenschaftlichen Pflanzennamen auch arg konstruiert und von halt irgendjemand erfunden, der halt gedacht hat, das klingt cool. Deswegen klingen sie teilweise auch wie Harry Potter Zaubersprüche. Fraxinus Excelsior. Das ist die Esche. Könnte aber auch ein Harry Potter Zauberspruch sein. Ilex aquifolium leitet sich in diesem Fall relativ sinnvoll her, und zwar ist Ilex tatsächlich der lateinische Name, den die Römer dem entsprechenden Baum gegeben haben für die Steineiche. Quercus Ilex heißt die jetzt entsprechend auf wissenschaftlich heutzutage. Und da hat man sich gedacht, jetzt hat ja der Ilex so ein kleines bisschen eichenartige Blätter, und deshalb nennen wir den jetzt halt mal Ilex, war man irgendwie der Meinung. Ob das Sinn macht, das muss jeder selber wissen. Ich persönlich finde jetzt nicht, dass die Blätter besonders eichenartig wären, aber das hat man halt jedenfalls so festgelegt. Und Aquifolium, kommt lateinisch, aus dem Lateinischen in diesem Fall. Und Aquius, jawohl, das ist wohl scharf und spitz, bezieht sich eben auf die entsprechenden Dornen, beziehungsweise eigentlich blattmetamorphoseartige Stacheln, die sich da an den Blättern befinden, und Folium ist Blatt, ne? Oder Folius, Folium, ich glaube Folium, ja, irgendwie so. Also auf gut Deutsch heißt das Ding, wenn man es dann wörtlich übersetzen möchte, eichenähnliches, stacheliges Blatt. So, also wenn man möchte. Der deutsche Name Stechpalme kommt übrigens dann aus dem christlichen Bereich, weil, jetzt weiß ich nicht, wie christlich geprägt der jeweilige ist, der das hier sieht, aber zumindest habe ich mal irgendwann lernen dürfen, dass wohl der Jesus, als er nach Jerusalem eingeritten ist, auf dem Esel wohlgemerkt, die dem irgendwelche Palmzweige, Äste, Blätter zu Füßen geschmissen haben. Warum? Keine Ahnung. Aber haben sie wohl gemacht, und dementsprechend neigt die katholische Kirche wohl jetzt dazu, dann auch entsprechend irgendwelche Palmsträuße, die eben nicht aus Palme bestehen, weil die bei uns nicht wächst. Ist es ein Palmsonntag? Ich habe keine Ahnung. Zu weihen und das dann halt als Palmstrauß. Keine Ahnung. Ich glaube, das gibt man dann den Gläubigen mit und die hängen sich das dann irgendwo hin. Also vielleicht weiß das jemand korrekter und mag da entsprechenden Kommentar zu dalassen. Meine entsprechenden Bibelskills sind nicht mehr sehr ausgeprägt. Ja, und darum Stechpalme.
Palme, weil man halt eben irgendeine Alternative zur Palme gebraucht hat, weil Palme gibt es hier ja bekanntlich nicht. Und da ja dieser Palmsonntag teilweise noch zu einer Zeit stattfindet, wo die Bäume noch nicht so wirklich belaubt sind, hat man halt eben Ilex genommen, weil der ist ja belaubt. Und ich glaube, ich kann es vorwegnehmen und die meisten werden es hoffentlich wissen, wenn sie regelmäßig mein Zeug gucken, dass das Ding immer grün ist. Also sprich, zu jeder beliebigen Jahreszeit, wenn man gerade mal grüne Blätter braucht, dann bietet sich tatsächlich in Deutschland eigentlich bloß der Ilex an. Einer der Gründe, weshalb das Ding jetzt unter Naturschutz steht. So, und dann können wir eigentlich gleich mit der Verbreitung weitermachen. Ich stelle mal die Kamera anders hin, dann muss ich nicht immer so zur Seite gucken. Oh, angenehm, angenehm. Und zwar ist das eine ziemlich atlantisch geprägte Art. Soll heißen, die wächst gerne nah am Meer. Das bedeutet, ihr typisches Verbreitungsgebiet, wo sie eigentlich durchgehend seitentertiär anzutreffen gewesen ist, Wind. So, in der Hoffnung, dass der Wind die Kamera da nicht so sehr erwischt. Ah, Wind ist schon wieder vorbei, dann kann ich sie doch woanders hinstellen. Ja, also seitentertiär gibt es das Ding wahrscheinlich schon so im nördlichen Mittelmeerraum, also komplett Südeuropa, könnte man sagen. Geht dann hinterer bis Richtung Griechenland und Richtung Türkei, soweit ich jetzt gerade informiert bin, aber letztere Angabe war ohne Peng. Also ohne Gewehr, ne? Jo, und das mitteleuropäische Vorkommen, das ist so ein Spezialfall. Man sagt ja, das ist unsere eine einheimische Art zu dem Ding, ne, bei uns. Und ja, im Prinzip ist sie das auch, wenn man den Begriff entsprechend definiert. Weil eigentlich könnte man sagen, im Fall vom Ilex ist es relativ gut nachgewiesen, dass das Ding eben keine einheimische Art ist, weil es nicht auf 100% natürlichem Wege bei uns eingewandert ist, das gute Stück. Nämlich, dass, sagen wir mal, mitteleuropäische Vorkommen bestand früher erstmal nur aus einem ziemlich, schon einem breiten Streifen, aber einem Streifen entlang der Atlantikküste. Also sprich bloß in Frankreich auf gut Deutsch und halt eben entsprechend dann die Kurve, den Ärmelkanal entlang Richtung Deutschland rein. Da wird es wahrscheinlich auch teilweise ein bisschen vorgekommen sein. Weiß ich gerade nicht hundertprozentig. Leider liegt meiner tollen Literatur keine Karte bei und das versuchen das nur in Worten zu beschreiben, was ich jetzt auch tun muss, zwangsweise, weil ich ja mit Karten immer vorsichtig bin, wegen Urheberrecht und so weiter und so fort. Ne? Aber wahrscheinlich wird es wohl so gewesen sein. Das Einwandern ins zentralere Mitteleuropa, beziehungsweise dann halt auch ins südlichere Deutschland, war wahrscheinlich nur dadurch möglich, dass wir da damals schon nachgeholfen haben. Und jetzt muss man sagen, damals meint jetzt noch nicht so ganz lange her nach der Eiszeit. Und da haben wir insofern nachgeholfen, dass wir als Jungsteinzeitler ja bereits erste Löcher in den Wald gekloppt haben. Und bei diesen besagten ersten Löchern im Wald gab es dann natürlich für Tiere teilweise relativ gut was zu holen, weil man hat da ja auch Ackerbau betrieben und so weiter und so fort. Also könnte man sich schon vorstellen, dass so ein Vogel da ganz gerne mal vorbeigeschaut hat, falls da vielleicht auch mal was anderes zu holen gegeben haben könnte, als es halt im Standard geschlossenen, damals tatsächlich dann eben noch Urwald der Fall gewesen sein wird. So, und was macht so ein Vogel noch so? Der frisst Beeren. Und was hat der Ilex als Verbreitungsmöglichkeit? Beeren. Zwar schmecken die ziemlich scheiße und werden von den meisten Tieren erst in Notzeiten aufgenommen, wenn quasi nichts Besseres mehr zu kriegen ist, aber sie werden halt irgendwann dann doch gefressen und dann eben entsprechend der Samen relativ unverdaut wieder ausgeschieden und halt da, wo der Vogel gerne sitzt. Und dass die Vögel dann halt eben gerne an den Plätzen gesessen sind, wo dann halt eben auch der Mensch den Wald platt gemacht hatte, davon darf man ausgehen. Und dann kann man eben sich relativ leicht herleiten, von der Küstenregion ist das Ding nach Innerlands gekommen, eben durch den Vogeltransport und Verbreitung durch Tiere, nennt man übrigens Zoochorie. Zoochorie. Ich bin mir immer nicht sicher, ob das Zoochorie oder Zoochorie ausgesprochen wird. Also man schreibt es Zoochorie. Also ohne Bindestrich schon zusammen, aber man sagt ja auch Zoologie und nicht Zoologie, auch wenn man es so schreiben würde. Und deswegen weiß ich eben nicht, ob Zoochorie so heißt oder Zoochorie. Ich hätte jetzt mal einen Prof gerne da, den man sowas fragen könnte. Naja, jedenfalls, das ist
ein wesentlicher Faktor gewesen, weil hätte der Vogel einfach nur mit seiner Fracht in einem geschlossenen Waldbestand geparkt und da die Ilex-Samen fallen lassen, wäre der Ilex wahrscheinlich da nicht gewachsen. Zwar ist das Ding extrem schattertragend, sprich, er steht ja ohnehin meistens im Unterstand. Wer also schon mal einen ilexreichen Wald besichtigt hat, da sind immer noch irgendwelche Bäume oben drüber. Der ist also so eine Zwischenetage, wenn man so möchte, im Walde, was es eigentlich in mitteleuropäischen Wäldern relativ selten gibt. Es gibt zwei Arten, die ausgesprochene Zwischenetagenbäume sind und nicht unbedingt zwingend am Waldrand rumstehen müssen, weil am Waldrand rumstehen, da findet man dann zum Beispiel auch noch eine Hasel. Und da gibt es dann noch ein paar andere Sachen, die da am Waldrand ganz gut mit einem Zwischenstandlevel leben können, weil sie halt von der Seite noch Licht bekommen. Aber wirklich richtig im dominierten Unterstand gibt es zwei typische Arten, die da überleben können. Den Ilex natürlich und die Eibe, Taxus baccata. Sollte man ja auch kennen und ist natürlich, Eibenbestände sind ja inzwischen sehr, 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 sehr selten geworden, weil das Ding wurde immer zum Bogenbau abgehackt und man hat entsprechend viele tolle, nicht mal nur englische, sondern tatsächlich auch mitteleuropäische Langbögen aus dem Ding gefertigt und ja, dann war sie weg irgendwann. Ja, aber Eibe spielt ja jetzt keine Rolle. Man kann übrigens auch einen wunderbaren Zusammenhang zwischen der Verbreitung vom Ilex mit der Ausbreitung der Buche finden, weil die Buche nämlich genau wie der Ilex davon profitiert hat, dass der Jungsteinzeitmensch Löcher in den Urwald gehauen hat, der damals ein größtenteils Eichenmischwald gewesen ist und sich in diesen Löchern die Buche besser gegen die Eiche durchsetzen konnte, beziehungsweise vor allen Dingen schneller eben gegen die Eiche durchsetzen konnte, als sie das auf natürlichem Wege ohne künstliche Löcher im Wald wahrscheinlich getan hätte. Wobei das eine Theorie ist, die ein wenig umstritten ist. Da darf man sich ein bisschen kloppen, weil diese Theorie ja auch bedeuten würde, dass unser Buchenland, das Deutschland natürlicherweise ist, eigentlich auch gar nicht natürlicherweise ein Buchenland ist, sondern auch nur wieder wegen dem Jungsteinzeitmenschen, der tatsächlich die Ausbreitung der Buche, das fällt ja so ungefähr in die gleiche Zeit, also die Ausbreitung vom Ilex und die Ausbreitung der Buche, eben mit gefördert hat. Eine weitere Phase der Ausbreitung von Ilex und das gilt für die meisten heutigen Ilex-Bestände, die man natürlicherweise im Wald so finden kann, war dann im, na sagen wir mal, 19. und frühen 20. Jahrhundert, als man noch Streunutzung und Schneidelnutzung im Walde betrieben hat. Heißt, die damaligen, na ich nenne sie jetzt mal Frechdorfbewohner, also größtenteils werden es Landwirte gewesen sein oder zumindest neben her noch ein gewisses Maß an Landwirtschaft betrieben haben, sind in den Wald, haben für ihre Ställe einmal geschneidelt, das bedeutet die unteren Äste verschiedener Bäume abschneiden und die Äste dann quasi mit den Blättern als Tierfutter ab in den Stall. War eine günstige Möglichkeit, da Futter zu gewinnen. Das ist Schneideln und die andere Sache ist Streunutzung, da kratzt man den Belag vom Boden ab, der ja aus organischer Substanz größtenteils besteht und die enthält ein gewisses Maß an Nährstoffen. Und wenn man die jetzt in den Stall schmeißt als Einstreu und dann entsprechend über den Winter drin lässt und sämtliche Viecher im Stall, welche auch immer das sind, scheißen da die ganze Zeit drauf, dann ist das Zeug im Frühjahr extrem angereichert und man kann es dann auf sein Feld kippen und hat einen prima Dünger. Problem ist, man entnimmt natürlich dem Wald sämtliche Nährstoffe, die in dem Zeug natürlich auf natürlichem Wege schon drin sind. Und das führt dazu, dass die Standorte ein wenig degradieren. Und Ilex hat den großen Vorteil, im Gegensatz zu vielen anderen Baumarten, dass ihm der Boden relativ egal ist. Also ein degradierter Standort, ein degradierter Boden ist für den Ilex immer noch gut genug. Außerdem hat man eben nicht nur Schneidelnutzung und Streunutzung betrieben, sondern man hat auch noch das Vieh im Sommer dann natürlich entsprechend direkt in den Wald getrieben zur Waldweide. Und da haben sie alles kahl gefressen, was da im Wald so zu finden war, außer den giftigen Ilex, weil der schmeckt dem Nutzvieh nicht. Viele Wildtiere können den relativ gut verzehren, aber Kühe, Schweine,
Ja, Schweine kann man sich sowieso schlecht vorstellen, dass die da dran rumkauen. Aber vor allen Dingen eben Rinder, Ziegen und solche Sachen, Schafe, die mögen den gar nicht, weil die Blätter haben doch eine relativ schleimige Konsistenz und sind zu allem Überfluss auch noch stachlig. Deswegen in den Wäldern, in die man dann die Viecher zur Weide reingetrieben hat, und das sind natürlich meistens die ortsnahen Wälder, also gerade hier um mein Dorf drumherum kann man es überall sehen, der komplette ortsnahe Waldbereich, also alle Waldteile, die nah am Ort gelegen sind, wenn man tiefer reingeht, ist es dann nicht mehr, die sind voll mit Ilex, weil da war eben Waldweide. Und die haben halt dann eben, weil sie den Ilex nicht mögen, die Kühe zum Beispiel, haben sie halt alles andere weggefuttert, was da sonst noch hätte wachsen können, womit der Ilex einfach einen riesen Konkurrenzvorteil gegenüber allem anderen gehabt hat und sich prima entwickeln konnte. Deshalb hier bei mir alles voll mit Ilex. Jo, ich glaube zur Verbreitung ist das jetzt relativ genug gewesen. Dann gucken wir uns das Ding mal an. Die Bestimmung ist scheiße einfach. Ja, besonders einfach ist die Bestimmung übrigens im Winter, weil das ist Mitteleuropas einziger immergrüner Laubbaum und damit haben wir es auch schon. Wenn ihr einen grünen Laubbaum im Winter findet, dann ist es ein Ilex. Punkt. So, jetzt hoffe ich, dass ich hier einigermaßen genug windgeschützt rumstehe, dass man den nicht dauernd in der Kamera hat. Es ist halt nur ein bisschen windig, nicht arg. Das ist immer so, gar nicht so einfach, wenn man es nur mit ein bisschen Wind zu tun hat. Okay, folgendes. Das hier ist jetzt Ilex-Blätter. Die sind wirklich total simpel zu erkennen, weil die haben Stacheln am Rand. Die sind insgesamt sehr fest vom Material her. Also wenn man die mal in die Hand, aua, in die Hand nimmt und versucht sich dabei nicht zu stechen, wie ich es gerade getan habe. Meistens haben sie auch eine glitzernde, relativ glänzende Oberfläche, die das Licht gut reflektiert. Es sei denn, sie sind dreckig, wie hier jetzt gerade der Fall. Und da noch mal ein paar Beispiele. Ja, und die sind wirklich unverwechselbar. Es gibt bei uns im Wald keine andere einheimische Baumart, Strauchart, die auch nur ansatzweise mit dem Ilex zu verwechseln wäre. Und es gibt auch nur eine Ilex-Art in der Gattung. Also Ilex ist ja immer nur der Gattungsname. Wenn es aber immer nur eine Art der entsprechenden Gattung gibt, dann spricht der Fachmann von dem Ilex oder der Eibe. Weil in der Gattung Taxus gibt es tatsächlich auch nur eine mitteleuropäische Eibe, also die eine Eibe, die wir haben, auch wenn es weltweit noch ein paar andere gibt, aber auch nicht viele. Gut, jetzt muss man sagen, das Ding wächst halt eben größtenteils strauchförmig. Hier kann man es jetzt relativ schön sehen. Das ist halt eben so ein Gestrüpp und wird nicht wirklich hoch. Da ist nämlich auch schon Schluss. Wächst meistens in der Nähe von irgendwelchen größeren Bäumen, aber das ist jetzt kein Bestimmungsmerkmal. Das ist einfach nur was, was mir persönlich aufgefallen ist. Und viel mehr gibt es zu dem Teil eigentlich nicht zu sagen. Achso, die Maximalhöhe liegt wohl irgendwie bei 22 Meter, dann allerdings wirklich in Frankreich, direkt an der Atlantikküste. Bei uns, wenn es mal 10 Meter hoch ist, ist es hoch, sagen wir es mal so. Es soll wohl auch Exemplare geben, die bis 12 Meter hoch werden. Das Teil wächst extrem langsam und bildet grundsätzlich einen sehr dünnen, also vergleichsweise dünnen Stamm auch aus, auch wenn es sehr alt wird, bis 500 Jahre ist wohl drin. Dann ist der maximal, den dicksten Stamm, den man da mal wohl gefunden hat, 80 cm. Achtung, es folgt ein ziemlich niveauloser Witz. Wer den nicht ertragen mag, der legt sich bitte die Hände auf die Ohren und singt ganz laut la la la, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu, für circa 30 Sekunden. Dankeschön! Brusthöhendurchmesser ist immer die Angabe. Also wenn ich irgendwelche Durchmesserangaben zu irgendwelchen Bäumen mache, dann meine ich immer den sogenannten Brusthöhendurchmesser. Das ist deswegen, weil man Bäume immer auf 1,30 Meter und da ist beim durchschnittlichen Messenden halt eben der Brustansatz, Brustkorbansatz, das sind ja meistens Männer, also und da unten ist es. Ja, jedenfalls muss ich mich wieder sammeln. Moment. Entschuldigung.
Ja, das liegt einfach daran, dass man auf der Höhe am einfachsten messen kann. Wenn man, keine Ahnung, 1000 Bäume am Tag vermessen möchte, dann will man sich nicht jedes Mal bücken und das Ganze auf 10 cm messen und man will sich auch nicht jedes Mal strecken und das Ganze auf 2 m messen, sondern eben auf einer gemütlichen Höhe, wo man gut arbeiten kann. Deswegen dieser 1,30, also 130 cm Brusthöhendurchmesser, wird in Fachkreisen auch als BHD abgekürzt. Und übrigens, irgendwelche entsprechenden Witze mit dem BHD ist ein Klassiker unter männlichen Vorstudenten. Ja, also ich bin da nicht alleine. So, jetzt hoffe ich, an dem Exemplar, was ich hier habe, noch ein besonderes Phänomen zeigen zu können, was man am Ilex eigentlich bei fast allen einheimischen Baumarten am schönsten sehen kann. Nämlich, ich habe es eben, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt, ohne es erklärt zu haben, Heterophyllie. Wir haben also Blätter mit 1, 2, 3, 4 und da vorne noch eine, 5 Stacheln. Das Ding hat tatsächlich 5 auf der, 4 auf der einen Seite, in der Mitte eine und da unten nur noch eine. Dieses Exemplar hat auf der einen Seite 4, auf der anderen Seite 3 und natürlich auch wieder die obligatorische Spitze. Worauf will ich hinaus? Die Form der Blätter ist folgt keinerlei Regel. Die können eine beliebige Anzahl von nur eine Spitze an der Spitze bis hin zu 15, 13, 20, völlig egal. Es gibt also wirklich eine unglaubliche Varianz der Zahl der da den Blättern vorkommenden Stacheln. Und dieses Phänomen hat jetzt jede Menge Kollegen damit beschäftigt, sich da mal Gedanken zu machen, woran das liegen könnte und was für mögliche Erklärungen es dafür eigentlich geben könnte, weil man hat nämlich eine Sache festgestellt. Zwar kann jedes Blatt quasi unterschiedlich viele Piekse-Dinger haben, aber tendenziell hat man unten an der Pflanze immer mehr Piekse-Dinger als oben. Und das gucken wir uns bei diesem Exemplar jetzt mal an. Bei dem ist es nämlich so, muss nämlich nicht zwingend immer so sein, aber im Durchschnitt ist es so. Hier ein unterer Zweig, ne? Relativ viele Piekse-Dinger. Hier auch nochmal relativ viele Piekse-Dinger. Ich finde, Piekse-Dinger ist eine wunderbare Bezeichnung für dieses Zeug. Also das ist eine Blattmetamorphose, ja? Eigentlich. Aber Piekse-Ding klingt halt natürlich viel besser. So, und jetzt versuche ich mal mit meinem langen Deppenzepter eine kleine Kamerafahrt in die Baumkrone. Ich habe keine Ahnung, ob das am Ende gut aussieht oder nicht, aber ich probiere es halt jetzt mal. Okay, dann brechen wir mal auf nach oben. So, und ich hoffe, man kann jetzt sehen, ich habe da keine Ahnung, ob man es sieht, dass jetzt dieser sehr hohe liegende Zweig quasi so gut wie überhaupt keine Stacheln, außer die an der Blattspitze mehr hat. Ne? Gehen wir noch ein bisschen weiter weg. Machen wir nochmal so und ich hoffe, spätestens jetzt kann man es sehen. Oder jetzt bei dem anderen Zweig. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Resultat dieser tollen Bemühungen hier jetzt aussieht. Höhe war jetzt jedenfalls, boah, etwa 3,50 Meter, würde ich sagen. Weil wenn ich den Arm nach oben ausstrecke, dann bin ich, glaube ich, bei 2,50 Meter ungefähr. Ne, dann war das jetzt bei 4 Meter. Das waren jetzt 4 Meter, weil der Stock hier ist 1,80, also circa 4 Meter. Gut, dann wäre das jetzt auch geklärt. Also gesehen haben wir jetzt alles. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder zu meinem Baum verziehen, mich dahin hocken und den Rest so erzählen. Oh, Gott sei Dank ist alles so anstrengend.